Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ja, in diesem Video soll es mal wieder um das neue Update gehen, zumindest die Herausforderung in der Woche 5 in Fortnite. Und viele von euch erwarten ja schon von mir, das ist einfach selbstverständlich, dass ich diese Herausforderung für euch hochlade und euch kleine Tipps gebe, wie ihr die am besten meistern könnt. Und deswegen mache ich das Ganze hier auch, um euch das Ganze zu zeigen und um euch ein bisschen zu supporten mit den ganzen Herausforderungen in Fortnite. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr genau erfahrt, wie ihr diese Herausforderung meistert. Könnt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst doch mal ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen, und teilt dieses Video doch mal gern mit euren Freunden, um dieses Jahr noch irgendwie die 24.000 zu knacken. Das wäre auf jeden Fall ein riesiger Traum. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Supporter. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, starten wir direkt mit dem Video. Wir haben ja heute wieder einige Herausforderungen bekommen, und einige Herausforderungen von denen sind zwar relativ einfach, aber die Spots dazu zu finden ist jetzt nicht so ganz einfach. Aber Leute, ich lese euch jetzt mal einfach die Herausforderungen ganz schnell vor und dann zeige ich euch auch die Lösung zu den einzelnen Herausforderungen. Einmal zeichnet eine Geschwindigkeit von 25 oder mehr vor verschiedenen Radarfallen auf. Bedeutet, ihr sollt bei diesen Radarkontrollen einfach so schnell wie möglich durchballern und mindestens 25 km/h erreichen. Das sollte eigentlich machbar sein, wenn ihr einfach einen Quad nehmt und dann den Boost einsetzt, dann erreicht ihr die 25 km/h relativ einfach. Oder ihr boostet euch einfach mit diesem Caddy, also mit diesem Golfkart, links, rechts, Slalom und dann einfach ein bisschen boosten und dann schafft ihr das Ganze auch relativ easy. Deswegen sollte das kein Problem sein. Die verschiedenen Spots blende ich euch jetzt mal ein für die Radarfallen. Sind nicht einfach zu finden, aber nachdem ihr dieses Bild gesehen habt, Leute, einfach hinfahren und dann habt ihr das auch sehr, sehr schnell. Also in Paradise ganz unten ist eins, dann ein bisschen unter Lonely, Salty, zwischen Dusty und Tomato ist natürlich noch einmal einer, zwischen Pleasant oder Pleasant und Tilted Towers ist einer und oben bei Lazy Links ist auch noch eine Radarkontrolle. Ja, das sind insgesamt 6, die gefunden wurden. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber diese 6 sind auf jeden Fall bekannt und man soll ja nicht allzu viele machen. Ich glaube, nur eine einzige müsst ihr machen, glaube ich, und dann habt ihr das ganz schnell fertig, Leute. Sucht euch einfach irgendeins aus, relativ einfach, und ballert einfach so schnell wie möglich durch. Dann kommen wir schon zur nächsten Herausforderung, und zwar springe mit einem Einkaufswagen oder einer Allradkarre durch brennende Reifen. Ja, das ist auch ganz einfach, die Spots zeige ich euch jetzt auch nochmal im Hintergrund. Auch richtig, richtig einfach, so eine Herausforderung hatten wir schon mal. Aber ihr könnt auch einfach mit der Quad Ram, also mit dem Quad fahren, das sollte auch funktionieren. Ich weiß nicht zu 100%, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich habe es selber noch nicht probiert. Die Herausforderungen sind eben gerade erstmal erschienen. Dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Herausforderung, füge Gegnern Schaden mit der taktischen Schrotflinte zu. Ja Leute, taktische Schrotflinte spielt man auch relativ gerne, einfach weil sie automatisch ist. Dann einfach die blaue oder grüne oder so, und dann müsst ihr 200 Schadenspunkte erreichen. Ja Leute, wenn ihr ein, zwei Headies macht, habt ihr die Herausforderung auch schon fertig und diese Herausforderung könnt ihr dann auch direkt abhaken. Dann kommen wir auch schon zu den Herausforderungen für den Battle Pass. Die sind ja, ihr müsst ja den Battle Pass haben, damit ihr diese weiteren Herausforderungen bekommt. Das sind zum einen, eliminiere einen Gegner aus weniger als 5 Meter Entfernung. Auch relativ einfach. Einfach Tilted Towers, Main Tower im Nahkampf mit einer taktischen, wenn es am besten geht. Und dann habt ihr 2 Herausforderungen in einem. Füge Gegnern Schaden mit Maschinenpistolen zu. Auch relativ einfach, da die Double Pump ja nicht mehr funktioniert. Wechselt man gerne von der Schrotflinte oder von der Shotgun auf die taktische MP oder auf die Maschinenpistole. Und dann hat man das auch relativ einfach. Ihr müsst zwar 500 Schadenspunkte machen. Ist zwar ein bisschen mehr als mit der Schrotflinte. Aber Leute, ist nicht schwer, diesen Schaden zu erzielen, weil man spielt sehr, sehr oft mit der Maschinenpistole. Eliminiere einen Gegner mit der Minigun. Das ist doch eine Herausforderung, die ich ein bisschen schwieriger finde, weil ich ehrlich gesagt mit der Minigun nie spiele und in letzter Zeit auch kaum Miniguns sehe. Ja, killt am besten mal diese Zombies. Da droppen richtig viele Miniguns. Gestern habe ich 2, 3 Mal eine Minigun droppen sehen. Davor habe ich gar keine droppen sehen. Also seitdem diese Herausforderung da ist, sollte das auch relativ einfach sein. Ich weiß nicht, ob man diese Schadenspunkte 200 mit der Shotgun und 500 mit der Maschinenpistole nicht auch gegen diese Zombies machen kann. Da steht zwar Gegner, aber theoretisch ist der Zombie auch ein Gegner. Müsst ihr mal ausprobieren, vielleicht geht das ja damit sogar, dann habt ihr das richtig, richtig schnell hinter euch. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Herausforderung, und zwar füge Gegnern Schaden mit Standardpistolen zu. Mit einer Pistole müssen sie ihren Gegner mit hier 200 Schadenspunkte zufügen. Ja, Pistole spiele ich zwar nicht allzu gerne, aber die Herausforderung sollte auch jetzt nicht allzu schwer sein und auch relativ machbar sein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu den Herausforderungen diese Woche. Sagt ihr, die sind
sind schwer oder nicht, also schreibt mir einfach mal Hashtag schwer oder Hashtag leicht in die Kommentare, damit ich das einordnen kann und vielleicht gebe ich euch dann in Zukunft mal bessere Tipps, wie ihr die ganz einfach bekommen könnt. Kleiner Tipp am Rande, spielt auf jeden Fall den Spielmodus Disco Dominanz, da könnt ihr einfach richtig viel Schaden machen, genau wie beim 50 gegen 50 Modus, also Höhenrausch, war es auch relativ einfach. Einfach in die Menschenmenge, ihr werdet ja eh mal respawned und dann einfach die Kills reinhauen wie sonst was und dann habt ihr das richtig, richtig schnell hinter euch. Ja, kleiner Tipp am Rande, also nutzt den auf jeden Fall und macht das so schnell wie es geht. Ansonsten war es das von den Herausforderungen dieser Woche. Ich lade vielleicht morgen nochmal den geheimen Battle Pass Stern hoch für euch, damit ihr den auch relativ einfach bekommen könnt. Und das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal eine Pussy-Wertung, dann natürlich auch das Video mit euren Freunden teilen, um mich zu supporten. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ansonsten schaut auch immer bei meinem Discord-Server vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich mache dafür zu wenig Werbung und ich finde einfach, der Discord-Server ist eigentlich sehr, sehr nice für jeden Einzelnen auch gedacht. Discord ist komplett umsonst. Könnt ihr euch einfach runterladen im App Store oder im Google Play Store oder auf dem PC. Und ansonsten schaut nochmal auf Instagram vorbei, TakeTicsGaming-YT heiße ich dort, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war genug Werbung, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.